Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und vielleicht fiebern Sie der Schulöffnung schon genauso entgegen wie ich. Mir kam in den letzten 2 Wochen doch öfter mal der Gedanke, dass es schon schwierig wird, den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling zu handeln. Ganz so einfach ist diese Vereinbarkeit nicht. Und dazu hätte ich eine kleine Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen will. Es geht um ein Telefonat mit einer Kollegin und ich will Ihnen das deshalb erzählen, weil es mich so herrlich erheitert hat und mir gezeigt hat, dass diese Vereinbarkeit nicht nur bei mir hin und wieder einfach nicht machbar ist. Bitte stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben ein berufliches Telefonat im Homeoffice zu führen, ein wirklich wichtiges aus Ihrer Sicht. Stellen Sie sich weiter vor, ein Arbeitszimmer haben Sie nicht. Wozu auch? Sie haben vorher keins gebraucht. Sie sind jeden Morgen außer Haus gegangen, um zu arbeiten. Ihre Kinder sind in die Kinderkrippe, Kindergarten oder in die Schule gegangen. So, jetzt stehen Sie da mit dem Diensthandy, ohne Arbeitszimmer, aber dafür mit Gesprächsinhalten, die für Kinderohren ungeeignet sind. Und ungestört sprechen sollten Sie auch noch können. Also machen Sie sich auf die Suche nach einem passenden Raum. Küche, Esszimmer, ungeeignet. Die hat Ihr Partner für sein Homeoffice bereits erobert. Wohnzimmer, weiträumig und offen, fällt aus. Schlafzimmer, kommt Ihnen zwar kurz in den Sinn, verwerfen Sie aber natürlich sofort wieder. Arbeitsthemen gehören nicht in Schlafräume. Absolutes No-Go. Das Klo zum Beispiel wäre versperrbar. Aber die Raumakustik lässt möglicherweise Rückschlüsse auf den Ort des Geschehens zu und auch andere Dringlichkeiten könnten Ihr Telefonat stören. Also bleibt nur noch das Badezimmer. Hier können Sie ungestört und in aller Ruhe Ihr Dienstgespräch führen, glauben Sie. Läuft auch. Sie sind voll im Gespräch mit dem Chef. Und dann passiert's. Ihr Kind stürmt rein und schreit, Mama, Mama, Mama! Sie versuchen natürlich sofort, Ihrem Kind mit der passenden Mimik und Gestik irgendwie mitzuteilen, dass der Zeitpunkt für Unfälle aller Art gerade sehr ungünstig ist. Das merkt Ihr Gesprächspartner und dem bleibt nichts anderes übrig, als kurz zu schweigen. Und dann in dem Moment, an dem tiefes Schweigen an beiden Enden der Leitung herrscht, brüllt Ihr Kind, Kaka-Bombe, mach's weg! Ich würde mal sagen, jegliche Professionalität, die Sie sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren erarbeitet haben, ist in diesen 3 bis 5 Sekunden zunichte gemacht. Da bleibt, glaube ich, nicht mehr viel als hilfloses Gestammel, um die Unterbrechung irgendwie zu überspielen und wieder ins Gespräch zu finden. Und natürlich der sehr erheiternde Gedanke an den Blick Ihres Gesprächspartners beim Vernehmen des Wortes Kackabombe. Ich finde es so herrlich und ich bin dankbar für diese Geschichte, was nicht nur lustig ist, sondern auch ein gutes Gefühl gibt. Es tut gut zu wissen, dass es dann doch auch andere gibt, bei denen nicht immer alles wie geplant und so rund läuft. Mo und ich haben Ihnen letztes Mal versprochen, dass wir damit anfangen, wie Sie zu Hause die Rahmenbedingungen für Ihr Kind stimmig gestalten können, so damit es sich gut konzentrieren kann. Ihr Kind hat, wie Sie auch, eine eigene Vorstellung von dem, was wichtig ist. Denken Sie an das Kind von vorher, aus meiner Geschichte. Ziel des Kindes war es, der Mama unmittelbar mitzuteilen, dass das Topferl voll ist und ausgeleert werden muss. Der Mama hingegen war es wichtig, das Dienstgespräch ungestört führen zu können. Neben eigenen Interessen und Zielen hat Ihr Kind natürlich auch seine eigene Konzentrations- und Aufmerksamkeitswelt. Sie können diese zum Beispiel fördern, indem Sie darauf achten, dass Ihr Kind wirklich ausreichend Pausen macht. Und diese Pausen können Sie zusätzlich gezielt gestalten. Mo und ich haben heute ein Lernpausenspiel für Sie, das die linke und rechte Hemisphäre des Gehirns gleichermaßen aktiviert und uns konzentrierter, fitter und ausgeglichener macht. Und Spaß macht's nebenbei noch. Das Spiel heißt verwirrtes Teilchen und Sie werden ziemlich schnell merken, warum das so heißt. Machen Sie sich bitte ein Kreuz aus Doppelpfeilen auf den Boden. Eines, so wie dieses hier. Sodass die Pfeile nach links, rechts, vorne und nach hinten zeigen. Voraussetzung für dieses Pausenspiel ist, dass Ihr Kind mit den Begriffen vorn, hinten, links, rechts bereits gut vertraut ist. Ihr Kind stellt sich dann so hin, dass das Pfeilkreuz so vor ihm liegt. Die Pfeile können Sie auf ein größeres Blatt Papier zeichnen oder mit einer Schnur oder Socken nachlegen. Das Spiel hat jetzt 4 verschiedene Stufen. Bei jeder Stufe haben Sie die Aufgabe,
auf eine der Pfeilrichtungen zu zeigen. Und Ihr Kind hat die Aufgabe, seine Hände in die jeweilige Richtung auszustrecken, sowie diese Richtung zu benennen. Stufe 1 ist die einfachste. Hier soll Ihr Kind die Arme tatsächlich in die von Ihnen vorgegebene Richtung strecken und diese verbal zuordnen. Ich zeige jetzt zum Beispiel auf den Pfeil, der nach vorne zeigt. Mo streckt seine Arme dorthin aus und sagt vorn. Zeige ich auf den Pfeil, der nach links zeigt, streckt Mo seine Arme nach links und sagt auch links. Das machen Sie bitte in alle Pfeilrichtungen, aber so durcheinander wie möglich und für circa eine Minute. Dann erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Sie zeigen auf eine Pfeilrichtung, Ihr Kind streckt die Arme aber in die gerade entgegengesetzte Richtung, benennt aber dabei die Richtung, die Sie ihm gezeigt haben. Sie zeigen also auf dem Pfeil nach vorne, Ihr Kind streckt die Arme nach hinten und sagt aber dabei vorne, weil Sie ihm das ja anzeigen. Auch in dieser Schwierigkeitsstufe spielen Sie bitte wieder alle Pfeilrichtungen durcheinander für eine Minute durch. Nächste Stufe. Sie zeigen auf eine Pfeilrichtung. Ihr Kind streckt die Arme auch in die von Ihnen vorgegebene Richtung, benennt aber die Gegenrichtung. Sie zeigen also auf dem Pfeil zum Beispiel rechts. Ihr Kind streckt die Arme auch nach rechts, sagt aber links. Und auch das üben Sie bitte wieder mit allen Pfeilrichtungen und am besten kreuz und quer durcheinander. In Stufe 4 soll dann Ihr Kind seine Arme in die Gegenrichtung, als wie von Ihnen angezeigt, strecken und zugleich auch diese Gegenrichtung benennen. Sie geben also zum Beispiel den Pfeil, der nach links zeigt, vor. Ihr Kind streckt beide Arme nach rechts und sagt auch rechts und so weiter. Wenn Sie dieses Spiel noch nicht oft gespielt haben, wird es dabei zu lustigen Verwirrungen und zu Durcheinander kommen, die noch mehr Spaß machen, wenn dann auch Sie bitte wieder die Rolle von Ihrem Kind übernehmen. Ihr Kind zeigt Ihnen dann die Richtung an und Sie üben sich dann durch die einzelnen Schwierigkeitsstufen durch. Mo und ich wünschen Ihnen viel, viel Spaß beim Ausprobieren und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Baba!